Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe bei Zähne und Gesundheit. Und heute freue ich mich wieder, weil Marc Richter, Heilpraktiker aus Regensburg, bei mir ist. Ich habe mit Marc ja schon eine Folge aufgenommen. Super spannend, das Thema Frauengesundheit und Pille. Also wer diese Folge verpasst hat, unbedingt anhören. Extrem viel wertvoller Content. Und lieber Marc, du bist Heilpraktiker in Regensburg, hast dich spezialisiert auf, aber das darfst du vielleicht selber noch mal kurz zusammenfassen, worauf du spezialisiert bist und was du machst und was du kannst. Genau, also ich arbeite in Regensburg hauptsächlich mit Frauen, auch mit ein paar Männern, die ihre Frauen dann mit anschleppen. Also wo die Frau sagt, okay, jetzt ist mein Mann dran. Aber ich arbeite hauptsächlich mit Frauen und ich habe halt für mich den Anspruch, wirklich eine ganzheitliche Ursachentherapie zu haben. Bedeutet, ich arbeite halt mit allen Patienten direkt an ihrem Lebensstil. Weil wenn ich jetzt die Leute passiv hier bei mir in der Praxis nur behandle und sie in ihrem Leben nichts verändern, dann ist es ja zwar naturheilkundlich, aber auch nur eine Symptombehandlung. Ich kann jetzt natürlich hier mit verschiedenen Geräten, die ich in der Praxis habe, den Darm behandeln, aber wenn du jedes Mal wieder Sachen isst, die dir nicht gut tun, dann verändern wir nicht die Ursache. Und das ist mein Anspruch, dass ich jemanden komplett wirklich, dass er komplett geheilt ist. Also wir heilen ja nicht, wir geben ja dem Körper nur, was er braucht und räumen aus dem Weg, was schadet. Aber wenn der Körper komplett geheilt ist, bist du nicht nur symptomfrei, sondern du weißt auch instinktiv, was dir gut tut und nicht. Und auch mal unter stressigen Phasen kommen deine ganzen Symptome nicht sofort zurück. Und das ist das, was ich mit den Patienten, wo ich die Patienten über 1 bis 2 Jahre begleite, weil einfach bei den meisten das, bis es komplett durch ist, auch so lange dauert. Und schaue mir halt die verschiedenen Lebensstilfaktoren an. Und da ist natürlich Zahngesundheit dann auch ein wichtiger Faktor einfach als Heilblockade. Ernährung natürlich auch, Nährstoffe, über was wir ja noch sprechen möchten. Aber ein ganz, ganz großes Thema, über das wir jetzt sprechen, ist dann auch natürlich Thema Schlaf und Schlafverhalten. Ja, das Thema Schlaf ist das heutige Thema und ein extrem wichtiges Thema, wie ich finde. Wir gehen vielleicht einfach mal die ein paar Basics auch durch. Ein paar Sachen werden vielleicht schon bekannt sein, aber die Mutter ist, oder Wiederholung ist ja die Mutter aller Künste. Da gibt es so einen ähnlichen Spruch, der so Ja, heißt, ja. aus dem Lateinischen sogar, ja. Ja, genau. Die Frage, okay, Schlaf, mal ganz primitiv gefragt. Warum schlafen wir überhaupt? Es Ja. gibt auch zum Beispiel, ich stelle mal eine provokante Frage, es gibt ja auch Speaker oder Unternehmer, die damit prahlen und sagen, hey, ich schlafe nur 4 Stunden, weil ich bin dann mega effektiv. Ich habe 20 Stunden Zeit, um richtig Gas zu geben. Und die zeichnen sich dadurch aus oder glauben sich auszeichnen zu können, mit wenig Schlaf noch produktiver, noch effektiver zu sein. Also könnte man auf die Idee kommen, okay, wenn der nur 4 Stunden schläft, mache ich nur 3, vielleicht 2. Warum brauchen wir dann überhaupt Schlaf? Warum ist Ja. Schlaf wichtig, Marc? Ich frage dich Also mal so. ich habe mich am Anfang immer viel einfach grundsätzlich als Praktik, also ich bin sehr praktischer Mensch damit beschäftigt, okay, wie kann ich meinen Schlaf verbessern? Habe mir gedacht, irgendwie wird schon wichtig sein und wie. Und jetzt habe ich mich letztes Jahr wirklich mal ausgiebig damit beschäftigt, was passiert denn im Schlaf überhaupt? Warum schlafen wir denn überhaupt? Weil grundsätzlich könnten wir sagen, wenn Schlaf nicht so extrem wichtig wäre, wäre es aus der Evolution die dümmste Erfindung überhaupt, weil wir können uns nicht fortpflanzen, wir können kein Essen holen und wir können uns nicht beschützen. Also alles, was für unser Überleben wichtig ist, geht im Schlaf nicht. Ja. Also wenn es nicht besonders wichtig wäre, wäre es extrem bescheuert. Also scheint es ja extrem wichtig zu sein, weil die Evolution macht wenig Fehler oder macht eigentlich gar keine Fehler. Und egal welchen Lebensbereich wir anschauen, Schlaf wirkt sich auf alles positiv oder negativ aus. Das heißt, wir können anfangen über Gewicht, wir können anfangen über Stimmung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, über die Kognition, Gedächtnis, aber auch will, also auch Fähigkeiten. Im Sport gibt es Daten dazu, dass Schlafverhalten einfach auch mit Verletzungen oder mit der Leistungsfähigkeit im Sport korreliert. Und wir haben wirklich mittlerweile sehr, sehr gute Daten dazu. Und so ein paar Sachen, wo ich einfach so dachte, boah, krass, an den Tagen, wo wir die Zeit umstellen, also zur Winter- oder Sommerzeit, an den Tagen, wo wir 1 Stunde weniger schlafen, haben die am nächsten Tag in allen Krankenhäusern, ich glaube, 10 bis 20% mehr Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ja. Und das ist nur 1 Stunde Unterschied, einmalig. Und an den Wahnsinn. Tagen, wo wir 1 Stunde mehr schlafen, haben wir die gleiche Zahl, nur weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist 1 Stunde einmal pro Tag. Das ist schon krass, wo man denkt, boah, diese 1 Stunde einmalig hat so krasse Auswirkungen auf Vorerkrankungen. Und die haben zum Beispiel auch geguckt, in den ganzen mediterranen Ländern, wo es einfach mittags sehr, sehr heiß ist und der Tag länger ist, war halt eine Siesta immer
da. Und als dann der westliche Tourismus kam, haben die vor allem auch auf den griechischen Inseln gesagt, so Leute, mittags kommen die Touristen hier von den Booten runter, ihr könnt nicht schlafen. Mhm. Und dann gibt es noch so alte ursprüngliche Inseln, wo die Siesta aber beibehalten wurde. Und dann hat man irgendwann verglichen, die Siesta beibehalten haben und die sie abschaffen mussten halt wegen dem Tourismus, hatten dann auch wirklich eine 15, 20 oder eine auf jeden Fall sehr, sehr deutlich höhere Rate an Krebserkrankungen, Hals-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, sowas. Mhm. Und das sind halt einfach so Daten, wo wir auch wissen, wenn du einfach nur 5 Tage, nur 7 Stunden schläfst, was so der meiste Durchschnitt ist. Die meisten Leute schlafen 7 Stunden, dann schlafen immer noch mehr Leute 6 Stunden als 8 Stunden und fast keiner schläft irgendwie 9 Stunden. Und alles, was so 7 Stunden oder weniger ist, einfach nach 5 Tagen, ist das schon so, als hättest du eine Nacht komplett gar nicht geschlafen. Mhm. Und die schlimmsten Daten beim Schlafen sind, wir haben dann Studienteilnehmer gefragt, nachdem die denen einen Schlafentzug gegeben haben, fühlst du dich schlechter als sonst? Fühlst du denn einen Unterschied? Und die meisten haben angegeben, hey, ich fühle mich wie immer. Obwohl alle Daten in Kognition, in Gedächtnis, in Aufmerksamkeit, in Reaktionsverhalten waren alle schlechter. Und dann hast du die gefragt, fühlst du dich schlechter? Und die alle so, nö, ich fühle mich wie immer. Und das ist genau die Gefahr, dass du wie so ein Zombie durchs Leben gehst und denkst, ja, irgendwie geht das schon, aber gar nicht spürst, was dir da fehlt. Mhm. Und das finde ich halt so krass. Und deswegen, Schlaf ist nicht verhandelbar. Und ich sage einmal dem Patienten, okay, Schlafqualität ist das eine, aber unter 8 Stunden brauchen wir gar nicht anfangen. Und jetzt im Winter schlafe ich sogar 9 bis 10 Stunden täglich. Ja. Weil Winter ist einfach Winterzeit und da ist es länger dunkel. Da sollten wir uns weniger bewegen, da sollten wir mehr ruhen und mehr für unsere Erholung tun. Ja, so, und warum ist Schlaf extrem wichtig? Ich fange mal mit ein paar Sachen an von meiner Seite und du ergänzt dann einfach, was dir noch einfällt. Also Schlaf ist ja im Prinzip, da sind wir im Parasympathikus, ist gleich Entspannungsmodus und im Schlaf finden halt Reparaturprozesse beispielsweise zusammen, statt. Das heißt, wir fangen unser tagsüber durch verschiedene Stressoren, Toxine etc. Zellschäden ein, was viele auch nicht wissen. Der Körper hat auch die Möglichkeit, Zellschäden wieder zu reparieren, wenn man ihm die Zeit dazu gibt, deswegen Schlafzeit und auch die Möglichkeit, in diesen Modus einzutauchen, Regeneration. Das Zweite, was noch wichtig ist, ist also die Regeneration und Reparation von Zellschäden, dann auch die verstärkte Durchblutung der inneren Organe. Das ist ja tagsüber, wenn wir im Aktivitätsmodus sind, arbeiten, einkaufen, Sport treiben, dann pumpt der Körper eben das ganze Blut in die Muskeln, ins Herz-Kreislauf-System, aber nicht in die inneren Organe. Jetzt kann man sagen, es ist ja egal, dann haben halt die inneren Organe nicht so viel Blut, ist ja egal, merke ich ja nicht, aber da muss man wissen, also mal vereinfacht ausgedrückt, wenn unsere Entgiftungsstation nicht durchblutet wird, wo soll das ganze Gift hin? Ja, wenn unser Verdauungsapparat nicht durchblutet und aktiviert wird, und das wird halt nur in der Entspannung passieren, wo sollen die ganzen Abgase und Abfälle hin? Ja, also das ist immer, vielleicht einfach erklärt, das Leben ist immer ein Einatmen und ein Ausatmen. Ja, und wir können nicht nur einatmen und immer noch schneller, noch sympathischer im Sinne von Agilität agieren, sondern wir müssen auch mal runterkommen. Also einatmen und ausatmen. Ja. Was möchtest du zum Schlaf noch ergänzen? Ja. Also kurz, was du ja vorhin noch gesagt hast, es gibt genetisch gesehen ganz, ganz wenige Leute, die wirklich mit 5 Stunden Schlaf nur auskommen. Das sind aber unter 1% der Menschen. Mhm. Und es behaupten viel, viel mehr, dass sie mit weniger auskommen. Entweder betreiben sie sehr, sehr starken Raubbau an ihrer Gesundheit oder sie lügen einfach nur. Das geht einfach nicht. Zum Beispiel die Ariana Huffington, die Gründerin der Huffington Post, meinte ja auch immer, ja, sie braucht nicht schlafen und was weiß ich, bis sie irgendwann am helllichten Tag einfach bewusstlos umgefallen ist und ist mit dem Kopf auf einen Tisch geknallt und war dann erstmal 4 Wochen im Krankenhaus. Und dann hat sie jetzt ein Buch über Schlaf sogar geschrieben, weil sie gesagt hat, vor allem in dem Unternehmensbereich von High Achievern, wie du schon sagst, sagen die meisten, ach, Schlaf ist nutzlos. Totaler Blödsinn, auch vor allem für kognitive Leistungen, auch für Gedächtnis ist das so wichtig und du kommst einfach nicht raus. Schlaf ist nicht verhandelbar. Ja. Weitere wichtige Punkte zum Schlaf. Vor allem das Gehirn. Wir haben 2014, 15 das glymphatische System entdeckt. Das heißt, unser Gehirn schrumpft im Schlaf ein bisschen und wird dann wirklich glymphatisch, weil das lymphatische System der Gliazellen wird das Gehirn umspült und ausgespült. Das heißt, alle Toxine, die vor allem im Gehirn anfallen, können nur im Schlaf bereinigt werden. Und das ist vor allem für alle neurodegenerativen Krankheiten sehr wichtig, wie Alzheimer, Demenz. Ohne diesen Schlaf kann dein Gehirn, vor allem dein Gehirn, nicht richtig entgiften. Zweitens, im Schlaf, vor allem Melatonin ist nicht das Schlaf, sondern das Dunkelheitshormon. Es wird nicht gebildet, wenn du schläfst, sondern wenn es dunkel ist. Und Melatonin ist unser körpereigenes stärkstes Antioxidant, sondern der körpereigene stärkste Wirkstoff gegen Krebs. Wenn du einfach nicht dich im Dunkeln befindest, auch nicht schläfst, hast du weniger Melatonin und dadurch weniger von diesem Stoff. Also das sind auch zwei ganz, ganz wichtige
ja, Sachen, dann eben auch auf alles Emotionale. Du hast im Schlaf, wird einfach, vor allem im REM-Schlaf, werden Emotionen verarbeitet, Emotionen integriert. Du hast einfach, Schlaf ist ganz, ganz wichtig, dass wir empathisch sein können. Schlaf ist auch ganz, ganz wichtig, einfach für die Körperkomposition. Wenn du weniger schläfst, hast du am nächsten Tag einen chronisch erhöhteren Blutzuckerspiegel und auch einen instabileren Blutzuckerspiegel. Das heißt, wir, glaube ich, kennen das alle, wenn wir mal eine Nacht durchgemacht haben oder weniger geschlafen haben, wir könnten am nächsten Tag einfach die ganze Zeit wahllos fressen. Und das, wie gesagt, wir wissen einfach, auf jede Erkrankung, Herz-Kreislauf-Erkrankung, Krebs, auf all das wirkt sich Schlaf positiv oder negativ einfach aus. Ja, vielleicht noch zwei Punkte zur Ergänzung. Die Entgiftung des Gehirns, absolut richtig, auch super schön anschaulich erklärt. Da vielleicht noch mal kurz einen Schwenk zu den Zähnen, weil natürlich dieser Abfluss auch hier über die Halsgefäße, Hals, Lymphbahnen, Lymphknoten etc. abfließt. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wenn es Patienten gibt, die extrem viel Stress haben, die beißen dann die Kiefer fest zusammen, die Muskeln sind so komprimiert, auch hier im Halsbereich, dass sozusagen dieser Abfluss von oben, vom Gehirn nach unten gestört ist. Das ist ja auch ein großes Thema vom Dr. Dietrich Klinghardt, der sagt, okay, ihr müsst unbedingt schauen, dass die Leute auch hier diese Abflussmöglichkeiten haben. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Als Zahnarzt fällt einem da als erstes die Schienentherapie ein. Ja. Das ist auch keine Ursachentherapie, das ist quasi einfach mal ein Baustein, aber der Grund liegt da beim Knirschenpressen immer im psychoemotionalen Bereich. Also da muss man im Prinzip ansetzen. Ja. Aber das ist ein wichtiger Punkt, und das ist auch, was mir auch wichtig ist, was viele vielleicht nicht wissen, dass wir vielleicht nochmal das Melatonin besprechen. Wann wird Melatonin gebildet? Wann wird mehr gebildet? Ich möchte jetzt so ein bisschen auf Vormitternachtsschlaf und Nachmitternachtsschlaf hinaus. Ja, also Melatonin ist halt grundsätzlich das Dunkelheitshormon. Melatonin ist einer der wichtigsten Gegenspieler zu unseren Stresshormonen, zum Cortisol und zum Adrenalin. Wenn Cortisol noch sehr, sehr hoch ist, kann weniger Melatonin produziert werden. Da möchte ich jetzt kurz darauf raus, dass wenn wir Kunstlicht ausgesetzt sind, vor allem sehr, sehr weißem, kaltem Licht, signalisiert das Blaulicht darin unserem Körper, hey, ist es 12 Uhr mittags, produziere Cortisol und unterdrücke Melatonin. Das heißt, der größte Baustein für ein gesundes Schlafleben ist einfach seine Lichthygiene zu beachten. Bedeutet, abends keine Kunstlichtquellen mehr haben oder eine Blaulichtbrille haben oder halt, wie gesagt, ich habe nur noch Salzsteinlampen überall, ich habe so eine Blaulichtbrille und ich habe auch überall diese Nightshift-Filter im Laptop und überall drin, wenn ich abends noch am Laptop sein sollte. Und das ist der wichtigste Baustein, mit dem wir unsere Schlafqualität verbessern können. Und kurz zusammengefasst, blaues Licht, also Stichwort Fernseh, Laptop, Beleuchtung. Jegliches LED-Licht. Eliminiert sozusagen die Bildung oder zerstört auch das Melatonin. Und das Melatonin hilft uns eben, schneller und besser einzuschlafen und schneller auch in den Tiefschlaf zu kommen. Das nochmal zusammengefasst. Also da ist schon mal das erste To-Do sozusagen, mal seine eigenen Vor-Einschlafrituale zu überprüfen, ja. Genau. Und wie gesagt, man sollte auch, wenn möglich, bei kompletter Dunkelheit schlafen, keine Kunstlichtquellen haben, nicht irgendein Licht noch anhaben oder die Rollos zumindest ganz runter machen, wenn es möglich ist, weil einfach jegliche Art von Kunstlicht, auch wenn da nur, die haben das getestet, die haben halt Leuten im Tiefschlafen, im Laserpointer in die Kniekehle geleuchtet und der Herzschlag ging hoch im EKG. Also wir haben ja überall Lichtrezeptoren in der ganzen Haut, weil deswegen werden wir auch überall braun. Und das hat schon Auswirkungen. Das heißt, idealerweise schlafen wir bei kompletter Dunkelheit. Oder halt nur, das Fenster ist offen und es kommt Sternenlicht oder Mondlicht rein, weil das ist natürliche Lichtquellen. Ja. Und wie du schon sagst, der Schlaf vor 24 Uhr, vor 12 Uhr ist einfach regenerativer als der Schlaf nach 12 Uhr. Und wie gesagt, normale Bettgehzeiten, also eigentlich solltest du, vor allem wenn du irgendeine chronische Erkrankung oder irgendein Problem hast, nicht nach 10 Uhr ins Bett gehen. Mhm. Und wenn du vorher nicht schlafen kannst, dann hast du einen verschobenen Rhythmus meistens. Oder du hast halt abends einfach zu viel Kunstlicht abbekommen. Du hast zu spät gegessen, du hast zu spät trainiert. Sowas, was dich halt abends noch aufgeputscht hat. Ja, also das heißt, wie immer hatten unsere Mütter im Nachhinein wieder recht. Also meine Mutter hat es immer zu mir gesagt, der Vormitternachtschlaf ist der wichtigste, wo ich halt als Jungspund entgegnet habe, Mama, das ist ganz egal, ich brauche nicht so viel Schlaf. Und ist ja egal, wann ich schlafe, es ist eben nicht egal. Ja. Wir wissen ja auch, dass bei Jugendlichen der Schlaf verschoben ist. Also Jugendliche tendenziell zu dem Zeitpunkt sind wirklich haben einen späteren Rhythmus und müssten eigentlich viel länger schlafen. Wo man dann sagt, ja, die Jugendlichen asozial und sowas.
Das ist die Schlafbiologie. Das dachte ich auch immer früher, dass das einfach so ist. Aber der Schlafrhythmus ist vor allem, bis man 20 ist, verschoben. Und eigentlich fangen unsere Schulen auch viel, viel zu früh an. Deswegen sind die Jugendlichen, vor allem dann so ab 13, 14, 15, auch wie Zombies in den ersten Stunden, weil der Schlafrhythmus völlig durcheinander ist. Und es gibt schon die ersten Pilotstudien und Pilotprojekte, zu gucken, was passiert, wenn die Stunden, die Schulen einfach später anfangen, erst um 9 zur zweiten oder dritten Stunde. Und die Ergebnisse bisher sind sehr, sehr positiv. Aber die wenigsten wollen sich halt leider darauf einlassen, weil dann auch die Eltern sagen, ja, da bin ich schon in der Arbeit. Wer soll dann die Kinder in die Schule bringen und alles? Ist ein bisschen schwierig, aber das wäre halt ein guter Schritt, um einfach die Gesundheit der Kinder zu fördern. Ja, ist auch wieder ein gutes Beispiel, wo sich sozusagen unsere Lebensgewohnheiten gegen den natürlichen Rhythmus stellen. Ja? Weil wenn wir jetzt klug wären und wenn wir schlau wären und das genau umsetzen, was du sagst, wird ja viel bringen, ja, für die Gesundheit, für den Schlaf, für die Leistungsfähigkeit der Kinder. Aber nein, es gibt starre Regeln, ja, der muss um 8 Uhr, muss der stramm sitzen, weil der Papa schon um 7.30 Uhr stramm stehen muss, ja. Ja, und das ist halt leider schade. Wir haben halt wirklich für die meisten Sachen, haben wir all das Wissen. Es geht halt wirklich nur, die große Masse irgendwie zu bewegen. Und deswegen ist das so wichtig, was wir machen, weil ich finde halt, Wissen und Aufklärung ist immer Schritt Nummer 1, dass wir sagen, warum, was könnten wir verändern, was könnten wir einfach verändern und warum profitieren wir alle davon. Okay, fassen wir nochmal zusammen, vielleicht so ein paar Punkte, wie kann ich meinen Schlaf sofort optimieren, also was wir schon besprochen haben, okay, also dieser Vormitternachtsschlaf, wichtig, dann diese, wie soll ich sagen, diese Abendroutine, das heißt, ich muss auch schon so abends, würde ich sagen, ab 18, 19 Uhr schon ein bisschen das Cortisol runterfahren, also diesen Stresspegel runterfahren, also keine aufregenden Gespräche, keinen Sport auch, keinen extrem anstrengenden Sport zu machen, einfach den Körper runterzufahren, Blaulicht zu vermeiden, also kein TV, auch natürlich kein Horrorfilm zum Einschlafen, auch schwierig, ja, weil wie soll ich da, wenn ich mich fürchte vor dem Fernseher mit Blaulicht bombardiert werde, wird es schwierig mit Parasympathikus und Melatonin. Ja. Und das nächste Thema ist ja auch vor allem, was Fernsehen und so betrifft. Unser Gehirn kann oftmals nicht unterscheiden, ist das real oder nicht. Das heißt, auch selbst wenn du nicht mal Action oder sowas guckst, schnelle Bildwechsel und schnelle Bildfolgen, wenn sich das Bild vor uns schnell verändert, bedeutet das für unser Gehirn eigentlich, irgendwas passiert hier ganz schnell. Ich laufe davon, ich kämpfe und bedeutet immer Stress, auch wenn wir das in dem Moment gar nicht so wahrnehmen. Aber unser Körper weiß nicht, ob wir jetzt da drin sind oder nicht. Und wenn wir Action gucken, dann haben wir wirklich, wir haben das Blaulicht, wir haben das mit den schnellen Bildabfolgen, wir haben den Inhalt. Das ist halt wirklich der Schlafkiller Nummer 1. Wenn du gut schläfst, okay, vielleicht verträgst du es. Aber wenn du Schlafprobleme hast, zumindest würde ich schauen, was schaue ich? Ich würde eine Stunde vorm Bett gehen eher tendenziell sowas machen wie lesen, meditieren, irgendwas Entspanntes machen. Wenn du was schaust, würde ich immer eine Blaulichtbrille zumindest tragen, weil die Blaulichtfilter in den Geräten selbst blocken nicht genug Blaulicht, um deinen Schlaf zu retten. Und dann würde ich halt noch ein paar andere Sachen beachten. Viele Patienten, wie gesagt, wegen dieser Leistungsgesellschaft auch, haben Schlafprobleme und dann frage ich die nach Kaffeekonsum. Ja, ich habe so 8 Espressi am Tag. Dann sage ich, ja, da würde ich auch nicht schlafen. Also das sind halt so einfache Basics. Ich würde nach 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinken. Ich würde maximal so 2 bis maximal 3, eher so 1 bis 2 Tassen Kaffee trinken, wenn ich es vertrage, aber halt maximal bis 14 Uhr. Dann würde ich halt nicht zu spät essen, nicht zu spät, wie du sagst, heftig trainieren und würde halt abends eher runterkommen. Ganz kurz noch, weil das ist wichtig für die viele da schauen. Wir besprechen das zum Beispiel auch immer mit jedem Patienten auch bei uns, ja, weil bei uns sind auch viele Patienten, da ist das ein Thema, ja. Und ich will natürlich über die Zahnbehandlung, die auch raus aus dem Stress bekommen. Deswegen sprechen wir über den Schlaf. Und was mir auffällt, ist, die meisten machen dann große Augen, wenn ich sage, zum Thema Essen, abends und Essen. Also das, dass wir vielleicht da nochmal eingehen, warum ist spätes Essen schlecht? Ja, wir beide können es ja tracken, weil ich habe auch von dir die Empfehlung für den Aura-Ring bekommen. Ja. Können wir am Schluss auch noch besprechen. Aber warum, was denkst du zum Thema Essen, warum ist es schlecht, abends zu essen? Wie beeinflusst es den Schlaf? Genau, also grundsätzlich, du sollst schon abends essen, aber die Frage ist, du solltest halt nicht essen, spät essen und ins Bett gehen. Weil halt einfach unser Mikrobiom ist auch wie wir eher tagaktiv. Unser Mikrobiom, unser ganzes Verdauungssystem, natürlich ist das parasympathisch, aber das sollte halt schon zu einem gewissen Teil in einem späteren Teil des Darms liegen und nicht gerade frisch im Magen liegen, wenn du ins Bett gehst. Weil sobald du ins Bett gehst, fährt der ganze Verdauungstrakt auch alles runter. Und dann liegt das da, vergärt einfach, bildet Schwefeltoxine und Gärungsgase und dann gärt das wirklich wie im wahrsten Sinne in deinem Magen-Darm-Trakt her und bringt halt dein Mikrobiom durcheinander. Das heißt, du solltest ungefähr idealerweise 3 Stunden, bevor du ins Bett gehst, bevor du schläfst, gegessen haben. 2 Stunden ist vielleicht auch noch okay und dann würde ich halt auch schauen, okay, was isst du, wie schwer isst du und was isst du? Zum Beispiel Schokolade enthält auch extrem viel Koffein, was die wenigsten wissen und dann essen die abends noch sehr, sehr viel Schokolade, was halt sehr viel Koffein hat und dann dich auch wach halten könnte.
Ja, okay, also da bin ich, ich habe ja diesen Aura-Ring, das ist quasi ein Ring, der auf nachts im Flugmodus, also sozusagen arbeitet und den Schlaf und die Schlafqualität auch trackt. Da habe ich bei mir selber herausgefunden, dass wenn ich mache das noch krasser mit dem Essen, also so, ich versuche so nach 14, 15 Uhr eigentlich nichts mehr zu essen. Es funktioniert gut, dann habe ich quasi gleich auch dieses Intervallfasten mit eingebaut und ich merke es, wenn ich spät abends, es wäre bei mir schon so 19 Uhr. Wenn ich da was esse, kann ich das sofort merken, weil mein Ruhepuls nicht mehr runtergeht. Das heißt, mein Körper ist einfach zu stark beschäftigt mit Verdauen in der Nacht, ja, um es mal einfach zu erklären. Also das habe ich bei mir schon festgestellt, spätes Essen schwierig, Koffein auch schwierig, Bewegung auch. Also muss ich auch sagen, und das sind halt so Dinge, die muss man wissen, ja, weil ich bin früher auch nach der Praxis heim und dachte, Mensch, jetzt hast du den ganzen Tag gearbeitet, aber du hast keinen Sport gemacht. Ja. Ja? Also ab auf den Trainer, ab zum Joggen, Ja. weil ich muss ja meinen Sport machen. Ja? Ist aber vielleicht logisch gedacht, aber eigentlich unphysiologisch. Ja? Es wäre Ja. wahrscheinlich gesünder gewesen, runterzukommen und zu entspannen. Ja? Und viel Kraft liegt halt im Parasympathikus und meine Sporteinheit, die müsste ich halten und so mache ich es ja jetzt auch, einfach woanders einbauen. Ja, das geht ja auch. Und manche Männer zum Beispiel machen das auch so, die stehen halt dann eine Stunde früher auf um 5, um noch trainieren zu gehen, weil sie halt bessere Muskeln und mehr Testosteron haben wollen. Aber eine Stunde länger Schlaf, wenn wirklich anstatt 8 du nur 7 Stunden schläfst, bringt dir die eine Stunde Schlaf mehr Testosteron als diese eine Stunde mehr Training. Ja. Und wie gesagt, deswegen ist so Tracking-Devices wie dieser Oura-Ring so vorteilhaft, weil sehr viel sehr individuell ist. Es gibt auch Leute, die werden vielleicht da nicht so empfindlich sein. Vielleicht ist bei mir ist auch die Verdauung eher ein bisschen langsamer und träger, aber manche haben eine sehr, sehr schnelle Verdauung und manche essen dann zum Beispiel noch nachts so ein Spätstück, also nochmal einen kleinen Snack, bevor sie ins Bett gehen, weil manche neigen dazu, zwischen nachts zu unterzuckern. Und dann sind die, die so zwischen 1 und 3 Uhr nachts wach werden, zur Leberzeit, die unterzuckern meistens und dann scheidet der Körper Adrenalin oder Cortisol aus, um den Unterzucker zu vermeiden, aber dann wachen die Leute auf und die kriegen dann, die so zwischen 1 und 3 Uhr nachts aufwachen, kriegen von mir ein Spätstück, eine Portion Kohlenhydrate, eine Portion Fett, also zum Beispiel eine Reiswaffel mit Butter. Also nicht viel, sondern eine Reiswaffel mit Butter. Und durch das Fett wird das Kohlenhydrat erst später in den Blutkreislauf freigegeben und dann genau zu der Zeit, wo die tendenziell nachts unterzuckern würden. Und Ja. das passiert öfter, als man denkt, weil immer mehr, die ja auch diesen Ring tragen, haben sich dann zum Beispiel so einen konstanten Glukosemonitor in den Arm eingesetzt. Und dann kannst du auch nachverfolgen, dass relativ viele, vor allem Frauen, je nachdem, wo in welcher Zyklushälfte sie sind, nachts unterzuckern. Und das unterbricht dann auch ja immer die Schlafqualität. Ja, gut, sehr guter Trick. Das ist, glaube ich, das, was man Biohacking nennt, oder? Genau, und Biohacking ist halt für mich vor allem das Individuelle, dass du für dich testest, was funktioniert für dich. Und wie gesagt, Fasten ist für Männer immer ein bisschen leichter als für Frauen. Bei Frauen bin ich mit Fasten manchmal vorsichtig, weil Frauen sich durchs Fasten eher dann den Kreislauf abschießen können, eher in Disbalancen geraten können, weil Frauen nicht so gut Fette verbrennen können wie wir Männer. Und vor allem, wir wissen, ab 30, 40 ist halt vor allem so Fasten für Männer vorteilhaft. Jünger verbrennt man halt noch mehr. Also da muss man sehr, sehr individuell sein, und schauen, was tut einem gut, und da muss man die Daten auswerten und ehrlich zu sich selbst sein. Ja, gut, ich denke, wir haben alles gut zusammengefasst. Fällt dir noch was ein? Es gibt natürlich noch 1000 Punkte wahrscheinlich, aber wenn du noch was Wichtiges hast, ich denke, Also das. eine Sache, ich würde mir halt ganz, ganz genau überlegen, für was man seinen Schlaf opfert. Wenn es nicht unbedingt sehr, sehr wichtig ist, weil die meisten Patienten frage ich halt einfach, hey, warum gehst du um 11 Uhr ins Bett? Ja, dann gucke ich noch Netflix, dann daddel ich noch am Handy rum. Also die meisten Leute machen abends nichts Produktives, nichts Wichtiges. Schlaf ist viel, viel wichtiger. Priorisieren, wirklich priorisieren, vor allem wenn man gesundheitliche Probleme hat. Und Nummer zwei ist einfach, schau, dass in dem Schlafzimmer, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, elektronische Geräte. Es sollte halt einfach WLAN aus, keine elektronischen Geräte, nichts eingesteckt sein am Bett. Dein Schlafzimmer sollte dunkel sein, dein Schlafzimmer sollte kalt sein und du solltest da nichts drin machen oder haben, außer schlafen und Sex haben. Und du solltest halt keine elektronischen Geräte oder irgendeinen Blödsinn drin haben. Und dann, wenn du wie in so einer Höhle, Steinzeithöhle schläfst, dann ist deine Schlafqualität wahrscheinlich schon sehr, sehr gut. Ja, also elektromagnetische Felder frei, ja, das ist wichtig, also keinen Funkwecker, kein Handy. Es gibt auch eine netzfreie Schaltung, da fragen immer viele, was ist das? Das ist im Prinzip der letzte Lichtausschalter, wenn man den ausschaltet, dann ist sozusagen der ganze Stromkreis lahmgelegt, sodass quasi, wenn hinter dem Bett laufen ja oftmals noch Leitungen, dass da auch wirklich kein Stromfluss mehr ist. Und nachts auch eher kühl, ja, also nicht überwärmen. Das sind auch ganz, ganz wichtige Punkte. Und WLAN aus, wenn es geht, WLAN aus, entweder mit einer Zeitschaltuhr oder einfach ausschalten. Auch wenn es nicht direkt beim Schlafzimmer, im Schlafzimmer ist. Ich habe mit einem Patienten bisher wirklich gemerkt, die Schlafprobleme hatten. Die haben es mir alle nicht geglaubt. WLAN war drei Räume weiter.
besser geschlafen. Und ich habe das in so vielen Tests nachgetestet, wo das wirklich placebofrei sein kann. Handy mindestens im Flugmodus, lieber komplett raus. Das sind so die Sachen, das glauben uns die meisten halt nicht. Aber es ist halt einfach so. Ja, erzähle ich doch noch einen wichtigen Punkt, weil wir, das ist ja, was wir jetzt beschrieben haben, oder gerade der letzte Punkt, ist natürlich super umzusetzen im eigenen Heim. So als wenn ich, wenn mal die Corona-Krise vorbei ist, dann dürfen wir wieder irgendwo reisen und im Hotel übernachten. Hast du da noch Tipps, Devices oder Ähnliches, wo, wenn man im Hotelzimmer schläft und ich schaue auf mein Handy, dann habe ich ungefähr gefühlt 16 WLAN-Netzwerke. Ja. Da ist dann nichts mehr mit Netzfreischaltung, nichts mehr mit kein WLAN. Ich kann nicht zum Hotelchef gehen und sagen, hey bitte, ich möchte da gut pennen. Was machen wir da? Hast du da praktisch? Also bei Strahlung ist der große Vorteil, je näher die Strahlung, desto schädlicher. Das heißt, wenn wir schon mal über die eigenen vier Wände reden, weil die sagen, ja, ich habe jetzt 10 Nachbarn, die auch ihr WLAN anhaben, ja, aber meistens ist aus Erfahrung das in den eigenen vier Wänden mit Abstand am schlimmsten. Das heißt, wenn du in den eigenen vier Wänden schon mal alles kontrollierst, haben wir schon mal 80% abgedeckt. Außer, wie gesagt, du schläfst dann immer noch scheiße, dann kann man immer noch mit dem Baubiologen reden oder so. Unterwegs ist es natürlich schwierig. Was ich Nummer eins mache unterwegs, ich stecke alle Geräte aus, wo ich den Stecker finden kann. Also alle Lampen, den Fernseher, wird alles einfach radikal ausgesteckt. Handy ist natürlich immer im Flugmodus. Und dann gibt es natürlich schon so Geräte noch, wie von Vivo Base, so Mobilgeräte, die halt einfach die elektromagnetische Strahlung verändern sollen. Und man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt Fernsehen gucke und meine Freundin fängt das Staubsaugen an, dann höre ich ja nichts mehr vom Fernseher. Was macht man? Man macht den Fernseher einfach lauter. Das heißt, beides sind ja akustische Geräusche in einer Wellenfunktion, die aber auch elektromagnetische Strahlung funktioniert auch so. Das heißt, ich überdecke mit meinem Signal einfach das akustische Signal des Staubsaugers. Beide sind zwar noch da, aber mein Signal ist lauter und der Körper nimmt selektiv meins lieber auf. Und da gibt es mittlerweile Geräte, die auch selektiv positive Frequenzen ausstrahlen, damit die halt die Frequenzen des anderen, des Negativen, wie WLAN, Handy, Mobilfunk, einfach überdecken. Und es gibt, wie gesagt, am Anfang waren da viele skeptisch. Es gibt mittlerweile immer mehr Leute, denen ich sehr vertraue, die positiv davon berichten und wo auch die ersten Daten vorgewiesen werden können. Und wenn man halt wirklich merkt, man ist da ein bisschen sensibler mit unterwegs schlafen, dann kann man über zum Beispiel Vivo Base hat ein mobiles Gerät, wo ich sagen würde, das funktioniert, glaube ich, kann man darüber nachdenken, wenn man merkt, man hat da Probleme und ist da sensibel. Ja, wir haben das auch zu Hause privat. Ich vergesse nur meistens mitzunehmen, aber das ist im Prinzip ein Teil, das man da quasi in die Steckdose stecken kann. Ich kann es nicht beweisen, ob es wirkt, ich weiß nicht. Das wäre vielleicht mal eine Idee, auch zu tracken, auch mit dem Aura-Ring. Aber ich kenne welche, die das getrackt haben bei uns in der Szene und gesagt haben, ihre HRV, also die Herzratenvariabilität, ist, seit sie es haben, deutlich hochgegangen. Okay, super. Okay, perfekt. Also, lieber Marc, vielen Dank für deine Insights zum Thema Schlaf. Und ich denke, wir haben das gut zusammengefasst, die Schwerpunkte, und war auch ein schöner Satz, wo du gesagt hast, ja, okay, wir müssen einfach mal unsere eigenen vier Wände auch im Griff haben, ja, also immer erst vor der eigenen Haustür auch kehren oder noch besser auch innerhalb des eigenen Hauses und da mal alles schauen, weil ich glaube, wir müssen uns jetzt auch keinen zu großen Stress machen, wenn wir 3 oder 20 Hotelnächte im Jahr haben. Wichtig sind dann 330 Nächte, die wir beeinflussen können. Ganz genau. Okay, alles klar. Die Menschen, die Interesse an dir haben, magst du noch mal kurz deine Kontakte haben? Wir verlinken sie sowieso unter diesem. Genau, einfach meinen Namen, Marc Richter, Regensburg googeln. Marc Richter, Heilpraktiker Regensburg, dann findest du mich gleich auf Instagram, genau das Gleiche. Also in der heutigen Welt, wenn du meinen Namen einfach bei Google eingibst mit Regensburg oder Heilpraktiker, findest du mich sehr, sehr leicht. Und dann kannst du mir einfach schreiben. Dann, wir helfen ja, wie gesagt, deswegen machen wir das ja. Wir wollen den Leuten einfach helfen. Und da sind wir immer sehr, sehr hilfsbereit. Perfekt, vielen Dank, alles Gute. Okay.